Wir kennen alle die folgende Situation. Wir haben eine Frage an Gott oder es steht eine wichtige Entscheidung an und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Es gibt so viel Wichtiges im Leben und wir als gläubige Menschen wenden uns oft an Gott. Und in einer solchen Situation, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, wünschen wir uns doch manchmal, dass Gott doch etwas auf den Himmel schreiben möge, wo wir ablesen können, was wir tun sollen. Oder dass er vielleicht jemandem einen Traum oder eine Vision schenkt. Und ich muss sagen, sowas fehlt mir. Wir leben in einer Zeit, in der es im Moment so noch nicht ist, aber wir glauben, dass es wieder so sein wird, im Spätregen. Die Greise und Jünglinge sollen Visionen haben. Ein direkter Draht zwischen Himmel und Erde soll entstehen. Warum erzähle ich das? Ich war vor einiger Zeit bei meiner Schwester in Worms, die demnächst umziehen muss. Und wie das so bei einem Umzug ist, man nimmt Kisten und Kartons und fängt an, seine Sachen einzuräumen. Und man wundert sich, was man alles so findet, dass man über die Jahre gelagert hatte und gar nichts mehr davon wusste. Und so fand meine Schwester eine alte Bibel. Und sie kam zu mir und sagte, »Du, ich habe hier eine alte Bibel von unserem Opa, willst du sie haben? Du predigst doch und machst Sendungen, vielleicht findest du irgendwelche Denkanstöße darin, die du gebrauchen kannst.« Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Und dann habe ich angefangen, darin zu blättern. Und es ist tatsächlich ein Schatz für mich. Vieles ist unterstrichen und es ist interessant für mich zu beobachten, was mein Opa so alles wichtig war. Und wie viele Zettel darin sind, von Hand, auch von Schreibmaschine geschrieben. Und dann steht hier auch das Jahr 1939, der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Ich habe dann meinen Vater gefragt, ob er weiß, was mit der Bibel war. Und er konnte sich tatsächlich erinnern, dass Opa diese Bibel mit in den Krieg genommen hatte. Er wurde zur Wehrmacht einberufen, diente dort als Sanitäter und diese Bibel war sein Begleiter. Er wollte nicht auf die Menschen schießen und hat sich zum Sanitätsdienst gemeldet. Aber trotzdem hat er seine Waffe dabei gehabt zur Abschreckung. Aber damit er nicht in Versuchung kommt zu schießen, hat er alle Patronen weggeworfen. Und so schlug er sich durch den Krieg, war einige Male zum Tode verurteilt, einmal sogar vor dem Kriegsgericht in Lyon, Frankreich. Aber jedes Mal kam er lebendig wieder raus. Und ich fand unter den vielen Zetteln einen ganz besonderen, der meine Aufmerksamkeit fesselte und weswegen dieser Vortrag entstand. Zuerst wird Lukas 21, Vers 11 angeführt. Wir lesen diesen Bibeltext später. Weiter steht hier, Ende September 1976 nahm Bruder Tomschik aus der Sowjetunion teil an einem Gottesdienst zu Brünn in der Tschechoslowakei und erzählte von einem Zeichen am Himmel, das sich vor kurzem zwischen Moskau und Charkow ereignet hat. Am Himmel zeigte sich zunächst ein großes Licht. Dann schrieb eine Hand 30 Minuten lang in russischer Sprache Folgendes. Die aufgeführten Punkte lasse ich vorerst aus und lese den Schluss. Dieses Zeichen blieb 3 Stunden lang am Himmel. Über diese Erscheinung berichtete auch die ungarische Presse. Die Folge dieser Erscheinung ist ein religiöses Erwachen. Ich kann nicht beweisen, dass dieses Ereignis wirklich stattgefunden hat. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich wahr ist, denn man kann vieles erzählen und aufschreiben. Was ich aber machen kann, ist, mir die Botschaft anschauen und prüfen, ob sie gut ist und mein Herz anspricht. Man muss auch dazu sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der
Wenn etwas wahr sein soll, man ein Foto braucht, einen Stempel von einem Notar und die Unterschriften von 3 Zeitzeugen, die es auch gesehen haben. Und wenn diese Auflage auch nur in einem Punkt nicht erfüllt ist, dann ist es nicht die Wahrheit. Früher war das anders. Da hat ein Bruder etwas erzählt und die Geschwister haben mitgeschrieben und auch unterschrieben, dass es wirklich wahr ist. Aber das ist jetzt letztendlich für diese Betrachtung nicht wichtig. Was wichtig ist, sind die 10 Punkte. Also der Inhalt des Zettels. Und der ist, denke ich, sehr aktuell. Also zuerst war hier der Bibeltext angeführt in Lukas 21, Vers 11. Es werden gewaltige Erdbeben stattfinden und hier und da Hungersnöte und Seuchen. Also eher negative Dinge, wo man sich nicht so richtig vorstellen kann, dass Gott dahinter steckt. Auch schreckhafte Erscheinungen, auch eher negativ, also eher vom Bösen. Und große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen. Große Zeichen vom Himmel können sowohl von der guten Seite sein, als auch vom Bösen. Beide können große Zeichen am Himmel tun, und wir sollen prüfen, wir sollen fest gegründet sein, damit wir entscheiden können, was gut und was nicht gut ist. Kommen wir zum ersten Punkt. Überwindet das Böse mit Gutem. Ist das heute eine aktuelle Botschaft in der Zeit, in der wir leben? Also wir hören und sprechen ständig darüber, dass es eine angespannte Zeit ist. Aber wir sollen der angespannten Zeit mit Gutem begegnen. Wenn mir jemand etwas Böses antut, soll ich ihm mit Gutem antworten. Es ist so einfach zu sagen, aber oft so schwer auszuführen. Und nicht umsonst steht dieser Punkt an der ersten Stelle von den 10. Und ich möchte auch am längsten bei diesem Punkt verweilen und ein paar Zitate von Ellen White dazu vorlesen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Geist sich über wirkliches oder vermeintliches Unrecht aufrege, welches uns zugefügt wurde. Das eigene Ich ist der Feind, den wir am meisten fürchten müssen. Keine Art von Laster hat schrecklichere Folgen auf den Charakter als menschliche Leidenschaft, die nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes steht. Kein anderer Sieg, den wir erlangen, wird so köstlich sein wie der über das eigene Ich gewonnene. Wir sollten nicht zulassen, dass unsere Gefühle so leicht verletzt sind. Wir leben, um Seelen zu retten und nicht, um unsere Gefühle oder unser Ansehen zu hüten. Wenn wir ein Interesse für die Rettung von Seelen gewinnen, werden wir aufhören, die kleinen Missverständnisse zu beachten, die sich so oft in unserer Verbindung untereinander erheben. Was auch andere von uns denken oder uns antun mögen, es braucht nicht unser Einssein mit Christo, die Gemeinschaft des Geistes zu stören. Denn was ist das für ein Ruhm, so ihr um Missetat willen Streiche leidet? Aber wenn ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ist Gnade bei Gott. Strebt nicht nach Vergeltung. Entfernt, soweit es euch möglich ist, alle Ursache zu Missverständnissen. Meidet allen bösen Schein. Was ist ein böser Schein? Er entsteht dann, wenn ich mich so verhalte, dass die anderen, die mich beobachten, denken, ich mache etwas Böses und es muss vielleicht gar nicht stimmen. Ich verbringe zum Beispiel bewusst Zeit mit einer Frau bis spät in die Nacht, die nicht meine eigene ist. Und die anderen sehen es, fragen sich, was da gemacht wird und nehmen Anstoß daran. Und vielleicht ist gar nichts, sondern es wurden nur Bibelstunden gegeben. Aber das Verhalten hat diesen bösen Schein erweckt und gegen die Grundsätze verstoßen
und das ist böse. Das soll man meiden. Tut alles, was in eurer Macht liegt, andere zu versöhnen, ohne grundsätzlich untreu zu werden. Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst oder wenn du das Abendmahl feierst und wirst eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass vor dem Altar deine Gabe oder vom Abendmahl und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe oder feiere das Abendmahl. Wenn ungeduldige Worte zu dir geredet werden, so antworte niemals in demselben Geist. Gedenket daran, dass eine linde Antwort stillt den Zorn. Im Schweigen liegt eine wunderbare Macht. Worte, die man einem Zornigen zur Antwort gibt, dienen oft nur dazu, es noch schlimmer zu machen. Tritt man aber dem Zorn mit Stillschweigen entgegen, in einer sanften, rücksichtsvollen Weise, so verschwindet er bald. Unter einem Sturm kränkender, tadelnder Worte halte den Geist auf das Wort Gottes gerichtet. Lasst Geist und Herz mit den Verheißungen Gottes erfüllt sein. Wenn ihr schlecht behandelt oder unrecht beschuldigt werdet, so wiederholt für euch die köstlichen Verheißungen, anstatt auch eine zornige Antwort zu geben. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir brauchen diese Botschaft jetzt schon und wir werden sie in der Zukunft intensiv brauchen. Ich glaube, wenn am Schluss die zwei Lager stehen werden, die Böcke und die Schafe, am Ärger und am Zorn, wird der Unterschied sichtbar sein. Gehen wir zum zweiten Punkt. Sorget nicht so viel. Sagt aber nicht Jesus selbst, in der Welt habt ihr Angst und Sorge? Es gehört doch zu dieser Epoche, in der wir leben. Sorge, Angst. Aber was steht hier? Sorget nicht so viel. Das heißt, dass es eine bestimmte Grenze gibt, wenn man die überschreitet in Bezug auf sich Sorgen, dann wird es sündhaft. Weil ich damit ausdrücke, dass Gott die Dinge nicht richtig im Griff hat und ich es deswegen selber in die Hand nehmen muss. Wir haben beim ersten Punkt gelesen, dass das größte Problem, das wir haben, das eigene Ich ist, der Stolz. Und wenn der weg ist, dann kann man dem Bösen mit Guten begegnen. Wo liegt aber hier das Problem? Wenn man sich zu viel sorgt, was ist die Ursache? Im ersten Petrusbrief steht eine interessante Antwort. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also sich zu viel sorgen, hat wieder mit dem Stolz zu tun, mit dem eigenen Ich. Man will sich nicht vor Gott demütigen, man vertraut ihm nicht wirklich. Deshalb macht man sich so viele Sorgen. Gehen wir zum dritten Punkt. Kälte herrscht unter meinem Volk. Was ist Kälte? Womit hat Kälte zu tun? Ich habe da etwas bei Ellen White gefunden. Als Jesus gepredigt hat, horchten alle wie gebannt und alle, selbst der Pharisäer und der Sadduzäer, sowie der kalte, unempfindliche, später und so weiter. Also ein kaltes Herz hat man dann, wenn es unempfindlich ist. Da ist jemand, der leidet, der ein schlechtes Gewissen hat wegen etwas, jemand, der bedrückt ist und mich berührt es gar nicht. Ich kann da gar nicht mitfühlen. Und wenn es sich um Dinge handelt, die vielleicht die ganze Gemeinde betreffen und einer, zwei oder drei vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, dann sagt man, wenn man kalt und unempfindlich ist, entweder du fügst dich oder du darfst gehen. Aber ein väterliches Herz,
Ein warmes Herz fragt nach: Warum denkst du so? Was bewegt dich, so zu handeln? Kälte herrscht unter meinem Volk. Nächster Punkt: Haltet meinen Ruhetag. Also, wenn dieses Ereignis wirklich stattgefunden hat, also das mit der Erscheinung am Himmel, dann sehen wir, dass Gott hier nicht nur zur Welt spricht, sondern auch zu seinem Volk, zu uns, wie auch schon im dritten Punkt erwähnt. Aber wenn er wirklich zu uns spricht, warum muss er dann zu uns sagen: Haltet meinen Ruhetag? Wir sitzen doch alle am Sabbat in der Gemeinde. Wir halten doch seinen Ruhetag. Was könnte das heißen? Vielleicht hilft uns dabei Jesaja, das Kapitel 58. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tag, kein Problem, oder? Keiner von uns geht am Sabbat den Geschäften nach. Wir kaufen auch nichts ein. Wir arbeiten nicht in der Firma oder zu Hause. Und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt. Wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und so weiter und so fort. Also es geht nicht nur um Geschäfte. Da heißt es auch, du sollst deine Gänge nicht machen. Was sind jetzt deine und meine Gänge? Und hier beginnt die Diskussion. Hier beginnt der Streit, die Auseinandersetzung und Verurteilung. So feiert ein Adventist am Sabbat seine Hochzeit und der andere geht aus Protest nicht hin. So zieht ein anderer Adventist seine Wanderkleidung und Rucksack an und geht im Hochsommer einiger Stunden in der Hitze die Alpen nach oben, um Gott ganz besonders nahe zu sein. Und der andere sagt: Wie kann man nur so abfallen? So verbringt ein anderer Adventist den Sabbat auf der Autobahn oder sogar im Flugzeug. Und ich sage euch, diese Beispiele sind nicht aus dem Leeren gegriffen. Und der andere nimmt daran Anstoß. Aber wie soll man sich jetzt orientieren? Denn jeder macht sein Ding und meint, er macht es richtig. Aber da steht: Du sollst deine Gänge nicht machen. Was sind jetzt meine Gänge? Wie kann man sich orientieren? Folgende Hilfe habe ich bei Ellen White gefunden: Vergnügung suchen, Ball spielen, schwimmen sind keine Notwendigkeit, sondern eine sündhafte Nichtbeachtung des vom Herrn geheiligten Tages. Sind keine Notwendigkeit. Wenn man sich daran orientiert, was notwendig ist am Sabbat und was man auch an einem anderen Tag machen könnte, so kann man gut herausfinden, was meine Gänge und was Gottes Gänge sind. Was ist Gottes Wille, wie ich den Sabbat halten soll? Und dann steht hier weiter: Wenn wir über alles, das uns in den Sinn kommt, sprechen, so reden wir unsere eigenen Worte. Jede Abweichung vom Richtigen bringt uns in Sklaverei und Verurteilung. Gehen wir zum nächsten Punkt. Tut rechtschaffene Buße. Also wenn hier steht, tut rechtschaffene Buße, dann gibt es eine Buße, von der man meint, sie sei richtig, sie ist aber nicht rechtschaffen, sondern vielleicht oberflächlich. Nicht so, wie Gott sie sich vorstellt. Wenn man eine rechtschaffene Buße tut, dann tut einem die Sünde wirklich, aber wirklich leid. Und man will sich von ihr abkehren. Im Hebräer 12,4 steht: Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Also wenn wir den Inhalt dieses Verses wirklich beherzigen, dann sind wir lieber bereit zu sterben, als uns zum Beispiel zu überessen. Die beiden nächsten Punkte fasse ich zusammen. Kein Gerechter wird unter den Gottlosen bleiben und kein Gottloser unter den Gerechten. Wir sprechen oft von Sichtung und solchen Dingen, aber wie geschieht das im praktischen Leben?
Gott schafft Umstände in der Politik und in der Gesellschaft, in der Gemeinde, vielleicht in der Familie oder in der Arbeit, wo jede Farbe bekennen muss. Es geht kein Weg drumherum. An uns liegt es, diese Umstände, die Gott geschaffen hat, zu erkennen. Diejenigen, die Gott fürchten, behüte ich. Als ich diesen Punkt ausgearbeitet habe, habe ich mir die Frage gestellt, was mit den Menschen ist, die zum Beispiel bei lebendigem Leib verbrannt wurden, wegen Gottes Sache. Es gab unzählige Märtyrer. Hat sie Gott nicht behütet? Waren sie nicht gottesfürchtig? Im Psalm 121 steht: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Also, worin besteht das Behüten Gottes? Wie behütet Gott? Behütet er zwangsläufig vor Unfall, Krankheit, Missgeschick? Das kann er natürlich auch, aber vielleicht will er das manchmal gar nicht, weil er uns etwas beibringen möchte. Aber wo er uns auf jeden Fall behütet, und da können wir uns darauf verlassen, wenn wir bei ihm bleiben, wird er nicht zulassen, dass unser Fuß wankt. Das heißt, wenn wir in der Gefahr sind, von dem schmalen Weg abzuirren oder wegzurutschen, dann hält er uns am Fuß fest und passt auf, dass das nicht geschieht. Es sei denn, wir wollen es. Und deshalb, seid unverzagt, die Zeit ist wirklich nahe, denn ich komme bald, sagt Jesus. Seid unverzagt, die Zeit ist nahe. Ist das so einfach zu sagen? Wenn wir uns die ganzen 10 Punkte nochmal so anschauen, entsteht eine Frage, die Petrus in seinem zweiten Brief zum Ausdruck gebracht hat. Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt? Ist uns das bewusst, dass wir einen Einfluss darauf haben, wann Jesus wiederkommt? Wir haben schon immer gelernt, Jesus kommt dann, und darin besteht die Beschleunigung seiner Wiederkunft, wenn das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird. Und wenn alle Nationen von Jesus gehört haben, dann wird das Ende kommen. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht alles. Es ist nur ein Teil der Wahrheit. Hier steht: Was für Leute müsst ihr dann sein? Nicht wie viel ihr missioniert. Was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel? Und das hat einen Einfluss nicht nur auf das Erwarten, sondern auch auf das Beschleunigen. Ich möchte gerne die 10 Punkte nochmal zusammenfassen. Das eigene Ich, der Stolz, soll in den Staub gelegt werden. Wir sollen uns nicht provozieren lassen, sondern im Geiste Jesu auf jede Beleidigung antworten, auf jede Herausforderung. Wir sollen nicht zu viel sorgen, denn das hat auch wieder mit dem Stolz, mit dem eigenen Ich zu tun. Gott wünscht sich, dass wir ein warmes Herz haben, dass wir einen väterlichen Geist untereinander pflegen, Mitleid, Mitgefühl, den anderen verstehen wollen. Gott möchte, dass wir seinen Ruhetag richtig halten. Und zwar vom Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Er möchte, dass wir lieber sterben, als dass wir nur im Kleinsten sündigen. Er möchte, dass wir eine rechtschaffene Buße tun. Er möchte, dass wir Umstände erkennen, in denen wir leben, die dazu dienen, Weizen und Spreu voneinander zu trennen. Und er gibt uns dazu Mut und Zuversicht. Er wird behüten, uns und unsere Kinder, wenn wir es zulassen, auf dass wir nicht den schmalen Weg verlassen und unsere Kinder auch nicht. Und er möchte, dass wir mutig sind, unverzagt und in der Naherwartung leben. Denn Jesus wird bald kommen.
Gott möge uns eine Erfahrung schenken, die uns vielleicht noch fehlt.